Eine Legende. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Uhr. Im Black Mesa-Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden Sie gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen. Begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Das ist einfach so übel eindrucksvoll. Das ist schon richtig krass. Richtig, richtig krass. Was jetzt? Spiel! Also, Gordon Freeman, männlich, 27 Jahre. Ausbildung PH mit Doktor der theoretischen Physik. Position Forschungsassistent. Arbeitsplatz Labor für anomale Materie. Sicherheitsstufe Level 3. Verwaltungskontakt geheim. Das Katastrophenproblem Priorität nach eigenem Ermessen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder andere hochtechnisierten Fachgebiete verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Transportierabteilung für zivilen Personen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt sind alle Angestellten absolut gleich behandelt. Das war so ein gigantischer Meilenstein einfach. Ja, man darf jetzt nicht vergessen, das Spiel kam 1998 raus. Das ist jetzt 20 Jahre alt. Vor 20 Jahren kam dieses Spiel. Wow. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Chimen! No! Ihre Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien. Wie kann das passieren, Alter? Was ist das für ein Sauverein, ey? Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Boah, was übelst das Loch? Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor 10. Mann.
Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück. Ja, hab ich, danke. Bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Hab ich mein Portemonnaie? Einen sicheren guten Tag. Danke. So. Guten Morgen, Gordon. Moin. Aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Der Zug hatte wieder Verspätung, ey. Na, übelste Sauerei. Naja, aber wann kommt dieses blöde Ding schon mal pünktlich, ne? Werde ich eigentlich gleich weiter? So, lässt du mich rein? Danke. So. So, jetzt kommt ein Ladebildschirm. Jawohl. Animale Materie. Materialien, sorry. Oh, Black Mesa Research Facility. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Ja. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir zwar auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug hast. Ja. Was ich erwartet habe. Hä? Was denn erwartet? Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Ja, okay. Also, wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für die Abschaltsequenz hingelegt? Nee, moin. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Ah, von mir aus. So, Sektor C. Aha, okay. Und ich finde übrigens, dieses Spiel ist wunderbar. Oh, Mann! Schön, Sie zu sehen. Ich will jetzt nicht gestört werden. Boah, Und ich wollte gerade ganz nebenbei sagen, ich finde, dieses Spiel ist absolut wunderbar gealtert. Ah. Ui. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ja, dieser blöde Zug, Mann. Die Analyse wird heute einfach perfekt durchgezogen, nicht wahr? Ja, auf jeden, ey. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Aha. Ich weiß nicht. Wir sehen ihn ja jetzt hier schon zum zweiten Mal, den G-Man. Für alle, die es nicht wussten, kleiner Funfact: Der G-Man hat keinen Namen. G-Man ist auch nicht sein Name. Und da bin ich gerade angeguckt. Wir haben gerade nur diesen kurzen Ausschnitt gehört. Der G-Man heißt G-Man, weil das Model in den Dateien von Half-Life 1 Hallo? G-Man heißt. G-M-A-N. Ja? Das alles. Nur deswegen. Oh, Licht aus. So, zack, dunkel. Getränkeautomaten wieder reparieren? Mein Gott, was tun Sie da? Das ist auch sowas. An so eine Dinge muss man einfach denken. Ich mache jetzt Licht aus und... Freundlicherweise Ihre Stimme etwas senken. Ja, Entschuldigung. Ich frage mich, ob die stimmt. Ich finde nicht, dass wir diese resonanzdämpfenden Faktoren noch einmal durchrechnen sollten. Stimmt dann drin? Sehen Sie sich nicht lächerlich. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Ich komm nicht raus. Hä? Sie sollten wir uns nicht Zeit nehmen und eine weitere... Dunkel. So. Hier kommen wir 100% nicht weiter. Moin, Kollege. Die falsche Luftschleuse, Gordon. Du weißt doch, dass ich dich hier nicht durchlassen darf. Ach, entschuldige bitte.
Na gut. Wir sollen unseren Schutzanzug holen und zur Testkammer. Nehmen wir an, zur Testkammer geht es ein bisschen hier lang. Können wir einfach auf die Wand gucken. Ne? Ja, hier geht, ne? Was? Achso, hier lang dann. Mal gucken, ich glaube hier sind wir richtig. Ne, das sind wir nicht richtig. Hallo! Moin! Ja, moin! Da erzählt uns nicht. Ein großer Tag, Freeman. Meinst du? Denke ja. Die Probe wurde gerade im Testraum abgeliefert. Ah, perfekt. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen wegen des exponentiellen Kaskadenszenarios, über das wir gesprochen haben? Gesprochen nicht aussagekräftig. Ja, komm. Das alles voll unter Kontrolle. Moin! Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde... Ach ja... Mann, meckert denn alle rum hier? Mann, was tun Sie da? So geil, ich hab sein Essen kaputt gemacht. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Ich habe auf grün gedrückt und krieg rot. Ich, ob ich den Test nochmal machen soll. In der Mikrowelle oder was? Na gut. Na, nö, nö. Und auf 50 FPS. Warum? Kann ich das ändern? Das ist Tor bestimmt ganz unten. Ein Foto Multiplayer ja, kann ich hier vielleicht? Nee. Wir speichern mal ganz kurz. Wir speichern. Geht wirklich, das dauert eine Sekunde. Eins Sekunde bitte, ja. Nur mal ganz kurz gucken, ob ich die Konsole ankriege und ob ein FPS-Limit. Macht der. Schaffen. Meine Startoption. Minus Konsole. Macht der irgendwas mit 100 Kilobyte? Was ich für den Speicherstand in die Cloud laden. So, fertig. So, gucken, ob wir jetzt eine Konsole kriegen. Das wäre nämlich echt really nice. Ja, meine Konsole. Mal gucken. FPS. 100. Aber eigentlich müsste doch eigentlich hoch FPS Max 0 funktionieren. Oder ist das Spiel FPS? Ist das noch nicht? Weiß ich gar nicht. Kann das sein, dass es an 50 FPS gebunden ist? Hallo. Moin. Die Frisur ist echt im Mode. In Ruhe, bis das Experiment anfängt. Tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Okay. Oh. Mal ganz kurz was gucken. Gibt's hier Callhound? Freeman, das wäre mal. Diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Was ich hier hoffe, kontrolliert ihr das nicht oder was? Wieso ist ja Wasser am Waschbecken? Ich darf nicht vergessen, diese Fluktuation zu melden. Diese Fluktuation, Alter, was geht bei dir verkehrt?
Entschuldigung. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Weiß ich nicht, warum ihr das macht. Irgendwie läuft das Spiel nicht so flüssig, wie ich das gerne hätte. Wir öffnen mal unseren den Dings für unseren Anzug, ja? Willkommen beim Schutz. Oh, yeah. Yeah. Ich frage mich, wer sich das überlegt hat, ey. Mit der Musik. Na gut. Ah, hier. Bitte. Meine Güte. Wo geht's jetzt lang? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Na gut. Vielleicht mach ich einfach mal Vollbild. Irgendwie läuft's nicht so rund, ne? Ah ja. Mal wählt für vertikal. Ich glaube, das Spiel startet jetzt neu. Müsste, glaube ich, auch direkt laden, oder? Ah ja, doch. Load. Genau, load safe. Hallo. Jetzt. Ja. Wieso? Ich hab's einen Moment, ich werde mal Startoption minus FPS unterstrich Max. Das funktioniert so. Ah, haben sich wirklich viele Leute beschwert, dass das Spiel nicht so sauber läuft. Auf das sehen. Wieder eine Vers. Okay. Hat also FPS Max 0 funktioniert in diesem Spiel noch nicht. Okay, also langsam FPS. Entschuldigung. Entschuldige mich vielmals. Ah, hallo, Freeman. Ist aber ein bisschen smoother, ja? Moin, ja, mach mal auf, bitte. Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Ah, oh, ja, später dann, ne? Hier schon. Laden geladen. Working as a team. Ja. Ein Motivationsbildchen, ja. Nachtoffizier meldet, alles im grünen Bereich für Abschuss von Alpha-Satelliten. So, wir haben ja im Trainingsraum gelernt, wie Fahrstühle funktionieren. Ist ja also alles überhaupt kein Problem, ja? Ja, hätten wir das nicht gemacht, wären wir jetzt schon übelst aufgeschmissen. Aber richtig übelst, ja? Sind die Sounds manchmal so? Bitte hoch. Entschuldigen Sie, Flug, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Oh ja.
Ja, dann nicht. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde. Ja, oh. Was sind die alle am Meckern, ey? Hat das nicht Zeit bis später? Oh.